Die Armeen der Yan. Nach einem fehlgeschlagenen Versuch, Zeng zu ermorden, nutzt dieser die Chance, um Yan einzufallen. Ich hasse solche Einfallmissionen. Na gut. Die Armeen der Yan. Als Zeng Zhao dem wachsenden Territorium von Qin hinzugefügt hatte, wandte er sich Yan im Nordosten zu. Ich sitze. Hallo, Gypsy, ja, endlich, zum Glück, irgendwie Sieg. Ich habe alle Männer verloren, bis auf ein paar. Wo war ich? Da. Seine Armeen waren bereit und nun benötigt er nur noch einen Vorwand für den Angriff. Er erhielt genau diesen, als der Yan-Prinz einen Meuchelmörder in Verkleidung als Botschafter aussandte, um Zeng zu ermorden. Als der Versuch fehlschlug, befahl Zeng seinen Armeen nach Yi zu marschieren, die Hauptstadt der Yan. Hinweis. Die Zeit läuft, also baut schnell eine große Verteidigung auf. Ressourcen sind anfangs rar, also setzt sie weise ein. Überquert den Fluss erst, wenn ihr euch sicher seid, dass euer Territorium gut verteidigt ist. Ähnlich wie mit Verteidigung. Richtig eingesetzte Feuerlanziers können den Verlauf eines Kampfes entscheiden. Mangonel-Plattform? Okay, eignen sich gut zur Verteidigung des Flussbasis. Des Flusspasses. Die Angriffe des Tigers können als Unterstützung oder Ablenkung dienen. Okay. Hab gerade drei Streams am Laufen und bin dabei überfordert, welchen ich anschaue. Kommt bekannt vor, ja. Ich hab da meistens immer einen offen und switch dann ein bisschen. Ja, schön. Bald hier sein. Wir haben nicht viel Zeit, uns vorzubereiten. Ich merk's. Okay, ich kann kein Holz bauen. Ich kann was zum Essen bauen. Oh Gott, okay. Mauer. So. Okay. Die Mauer ziehe ich jetzt einfach mal hier entlang. Einfach zum Dichtmachen und da oben ist auch schon dicht. Okay, gut, perfekt. So. Ich brauche da Punkte. Exzellenz, unsere Feuerlanzenreiter sind mit einer neuen Waffe ausgestattet, die Feinde in Brand setzen kann. Leider wissen wir nicht. Warte, ich habe da oben auch noch Feinde. Rekruten werden benötigt, Hoheit. Okay, nein, die will ich nicht haben. Hier hoch. Hier hoch. Kann ich noch was holen? Holz kann ich noch was kaufen. Okay, alles gut. Was machen wir als nächstes? Ich brauche auf jeden Fall noch. Wie viel Gold habe ich noch? Nicht mehr so viel. Ich baue noch mal eins von denen hin. Und versuche gleich den hier auch noch einzunehmen. Gut, dann. Essen. Hier noch einer. Da noch einer, steuern dafür doppelt hoch. Essen anbauen, heiß Reis. Gemüse. Fleisch. Okay. Tee. Und Tee. Gut. Machen wir so. Dann brauchen wir noch Häuser. Die sind drei groß. Hier. Das sollte langen. Gut. Da will ich Diplomatie ausüben.
So. Mehr Diplomatie für uns. Warum haben wir da was? 3 und da kann man 15 machen, okay. Damit hoch. Zur Verteidigung von oben. Und es sind halt schon ein paar Männer. Die könnte man sich gut tun. Wir müssen auf jeden Fall erstmal die beiden einnehmen, damit wir uns hier den Fluss dann gut verteidigen können. Und dann werden wir uns den noch mit einnehmen. Der da hinten. Der hat mir schon wieder zu viel Mauer. Okay. So. Was machst du? Du machst Rüstungen? Du machst Schwerter. Okay. Ich hätte gerne noch einen Bogenmacher da hinten dabei. Langgerade, so das Geld dafür. Also ich muss sagen, ich finde die Bogenmacher immer noch besser mittlerweile als die... die Bogenmacher, die Bogen besser als die Armbrustschützen. Die Armbrustschützen finde ich total bescheiden, wenn ich ehrlich bin. So, ich muss da 40 und da brauche ich 120. Oh. Okay, alles klar. Wie sieht es gerade aus mit Essen? Also okay, das sieht alles noch so gut aus. Nein. Die hier vorne hin. Oh, bei. Genau, das ist meine letzte Verteidigungswahl. 3 Leute. Oho. Wir müssen den unbedingt einnehmen. Und den da drüben brauchen wir unbedingt. Die holen wir diplomatisch zu uns. Wie weit kann ich eigentlich bauen? Okay, gut. Ich kann bis hier vorne hin bauen. Also kann ich dann vorne gut den Flussübergang versperren. Bereitet euch auf die feindliche Invasion vor. 4 Tage noch. Was? Ich habe nicht so viel Zeit. Ja, jetzt verstehe ich auch, warum ich jetzt so viel Zeit habe. Alter Schwede. Ich habe kein Geld. Essen. Ich wollte gerade sagen, es sieht halt nichts noch gut aus, aber nein, das nimmt ab. Hauptsache irgendwo Essen hingeklatscht. Gut. 80 von 120, 10. Von dem bauen wir auch noch ein. Wie viel kostet das hier uns? 300, alter Schwede. Ich habe noch 3 Tage Zeit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bastion. Okay. Großer Turm, großes Tor. Okay. Das Ding ist cool. Wie sieht's aus? 40 und 10, okay. Den da oben haben wir auch gleich. Bauern werden benötigt, Hoheit. Hier hoch. 120. Gehorsam einfordern. Oh, fuck. Es kann nur eine Strafe für alle geben, die mich angreifen und versagen. Das klingt aber sehr schön. Sehr verlockend. Ein sehr interessantes Angebot.
hier hoch, sofort. Sieht es da drüben aus? 200 Beute unten. Geh raus am Fordern. Hier schmein. Nein, überhaupt nicht. Ein sehr interessantes Angebot. Eine Nachricht von Chinchia Wong. Sie versuchen, so, uns aus unserem Land zu vertreiben. Narren. Die hier hoch. Da hoch. Da hoch. Okay, nee, ihr bleibt hier dann noch. Du kommst dahin als letzte Bastion. Sie marschieren zügig auf uns zu. Vielleicht gibt es einen Hügel in der Nähe, von dem aus ich das Geschehen beobachten könnte, Hoheit? Nein, du bleibst schön an meiner Seite. Die Armeen der Qin ziehen sich nicht zurück. Reitet die Verteidigung vor! Ah, das ist so ein Ding. So, wie viel Geld habe ich? Ich habe genug. Wo ist es? Da ist es. Nein, das geht nicht mehr. Okay. Was? Meine ganzen Männer sind noch oben tot? Wir sind bereit. Hör bitte, General. Zu Befehl. Oh, 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 oh. Ach komm, scheiß drauf. Nein. Unsere Pfeile sind scharf. Gebt uns ein Ziel vor. Okay. Okay, gut. Wie kommt da? Wir werden angegriffen. Ich merk's. Da könnte mir keiner unten helfen. Das ist bitter. Die werden fallen. Wenn das meine Männer tötet, dann bin ich... Nein, okay, gut, das tut die genauso wenig. Feuerpfeile sind bereit! Nur ein Mensch! Der Feind nähert sich. Noch mehr Feinde? Nee, okay, gut. Das ist zu weit weg. Angriff. Feuerochse, oh nice. Nein, der fällt. Nicht gut.
nicht so gut. Das war jetzt echt hart. So. Ihr dürft hier jemanden angreifen. Da braucht es noch ein bisschen Gehorsam fordern. Oh Gott. So. Hier in die Richtung einmal, bitte. War hart. Das war sehr, sehr hart. So. Bastion, eine massive Bollwerk, das mit Mauern verbunden werden kann. 5% Bonus auf Geschossreichweite. Chancen von 25% Geschosse abzuwehren. Oh, nice. Bauen doch da mal die Bastion hin. Ich finde, das klingt sehr interessant mit dieser Bastion. Hätte ich wahrscheinlich auch nach außen machen können, aber ist egal. Hier noch. Okay. Die beiden sofort darüber. Ich kann auch keine Lieferung anfordern. Da auch nicht, weil ich gerade da dabei bin. Ach nee, nicht schon wieder. Jetzt kamen da schon wieder solche Leute an. Mit welchen Männern soll ich das denn noch verteidigen? Ich hab doch niemanden mehr. Oh oh. Ist das so klug, den schon brennend da loszuschicken? Ich weiß es nicht genau. Ein sehr interessantes Angebot. Nein, der ist zu früh in die Luft geflogen. Ich habe Gold. Oh Gott, da kommen schon wieder welche. Wir werden angegriffen. Okay, gut, das bringt mir jetzt gerade gar nichts. So, schick mal wieder die Kuh los. Haha.